Willkommen zum Hotstock Report, natürlich mit Florian Söllner, heute an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Hallo, Marco. Auch wieder Mittwoch, mal ein kleines Update. Hat sich einiges getan in den letzten Tagen, lohnt sich. Der Videospielesektor steht auch im Fokus. Wir sehen gleich ein Video. Cyberpunk, ich kenne mich ehrlicherweise nicht wirklich aus in der Videogaming-Branche. Cyberpunk 2077, aber auf jeden Fall beeindruckend, wie das Ganze aussieht. Absolut, ich bin ja auch nicht so der Freak. Ich glaube, es ist Jahrzehnte her, dass ich mal nächtelang Videogames gespielt habe. Wow. Insofern überrascht es auch mich immer wieder, wie toll die Grafiken sind. Raytracing ist so ein Punkt, dass man die Lichter, die Schatten, die Spiegelungen zeigt. Da ist Nvidia sehr stark, denn ist optimiert mit seinen Grafikkarten. Hat man letzte Woche dabei. Da fehlt noch der Chat, das Chat-Startsignal, aber auch AMD haben wir später nochmal. Hat Grafikkarten, die für Raytracing künftig danach optimiert sein werden. Tolles Spiel, gerade Platz 1 kommt gerade raus, die nächsten Tage mit großer Spannung erwartet. 8 Jahre wurde entwickelt, immer wieder verschoben, jetzt ist es endlich soweit, dass es hier losgeht. Ja, 2077 wieder so angeteasert, wir hatten ja jetzt mal über das autonome Fahren gesprochen, dass vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Autos selbst gelenkt werden bei Verfolgungsjagden. Hier ist es noch anders, hier scheint die Zeit ein bisschen stehen geblieben zu sein. Aber spannendes Spiel, was seine Spieler haben wird. Wir haben ja die Videospielbranche, wir wächst auch dieses Jahr wieder mit 10%, trotz Corona. Klar, man spart nicht, wer länger zu Hause spielt, noch mehr. Gigantischer Markt, 160 Milliarden groß, wir bis 2023 schon auf 200 Milliarden Dollar wachsen. Das ist der Produzent dieses Games, Cyberpunk. Ein polnisches Unternehmen. Genau, KGV für nächstes Jahr, wenn dann alles so klappt, bei 23, nicht höher als EA beispielsweise. Mhm. Spannende Aktie, zumindest mal für die Watchlist. Hier haben wir doch jetzt kräftig mal was nochmal, sind wir nach unten gegangen, auf die Mütze bekommen. Bisschen die Gefahr, Doppeltop. Also, aber für die Watchlist tatsächlich interessant, sobald wir hier mit Schwung nach oben drehen, wenn Cyberpunk noch besser läuft, wie ohnehin schon bei den Vorbestellungen, dann unbedingt einen Blick wert. Ich habe gesehen, das bekannteste Spiel von CD Projekt ist The Witcher. Das kenne ich tatsächlich, aber auch eigentlich nur dank der Netflix-Serie. Aber jetzt eben Cyberpunk, ganz, ganz groß, ganz wichtiges Projekt oder Spiel von dem Konzern. AMD, du hast es gerade erwähnt, schauen wir auch da drauf. Der PC-Markt wächst weiterhin. Absolut. Oder wieder. Tolle Aktie, wir hatten es hier Top-Tipp spekulativ dieses Jahr im Aktionär, eben weil man eine neue Generation vorgestellt hat, wo man wirklich gerade gegenüber IBM nochmal wirklich einen Sprung nach vorne macht, man ist über Jahre voraus mit der neuen Chip-Generation. Hier tolles Kaufsignal, zuletzt sogar mehr Dynamik als Nvidia. Bei Grafikkarten, Thema Eye-Tracing im Gaming-Bereich, ist Nvidia aber tatsächlich auch sehr weit vorne. Aber auch AMD spielt hier mit, aber ganz frisch eine Kooperation eben mit IBM im Bereich Großrechner für die künstliche Intelligenzberechnung. Arbeitet man künftig zusammen, auch das nochmal ein spannender neuer Markt für AMD. KGV 50, kein Schnäppchen. Aber charttechnisch interessant und vor allem technologisch wirklich einen großen Sprung gemacht, gerade auch dieses Jahr. Da könnte es, wie auch geschrieben gehabt von uns, weiterhin positive Überraschungen geben die nächsten Monate und Jahre. Schauen wir noch auf ein zweites Spiel. Project Wingman, auch das hat mir nichts gesagt. Ich glaube, ich habe damals mit Tomb Raider Anfang der 2000er aufgehört zu zocken sozusagen. Aber auch hier sehr beeindruckend. Hast du ein paar Infos für uns? Genau, das ist auch ein Überraschungs-Steam-Erfolg. Gleich hinter Cyberpunk wird das schon sehr downgeloadet und erwartet, startet jetzt. Und das zeigt, dass eben gerade solche Flugsimulatoren, wir hatten ja gesprochen damals im Zusammenhang mit GMO, mit Flugsimulatoren von Microsoft kommt ein Game, aber hier auch nochmal ein Überraschungsgame. Und hier ist schon in Rezensionen zu lesen von Kommentaren von Spielern, ja, sie haben Thrustmaster Joysticks, die sind ja optimiert eben für solche Flüge, haben sie schon ausprobiert, läuft sehr gut. Sprich, das ist auch unser Investment Case bei GMO. Sehr günstig, KV1, tatsächlich ein Geheimtipp, ist ja im Depot 2030. Wir haben jetzt nochmal nachgekauft nach diesem Kaufsignal. Man profitiert auch davon, dass die Sony PlayStation, die neue, quasi ausverkauft ist. Derzeit ganz schwer zu bekommen. Also die Nachfrage nach Games ist in diesem Corona-Winter wirklich hoch. Und hier ist GMO so ein bisschen quasi trotz dieses Anstiegs immer noch die defensive Variante davon zu profitieren. Q3 war schon 85% Wachstum. Aus meiner Sicht immer noch eine Spekulation wert. Die nächsten Zahlen dürften auch gut werden, eben dank solcher Games, für die man eben sich noch lieber dann unter dem Weihnachtsbaum einen schönen Joystick kauft. Einen Airbus-Joystick beispielsweise bietet man an. Interessante Aktie im Depot 2030. Gut,
die Produkte des nächsten Konzerns kann man sich jetzt eher weniger unter den Weihnachtsbaum legen. Nichtsdestotrotz sehr spannend. Virgin Galactic hat ja auch einen Weltraumflug wieder für die Woche angekündigt. Am Freitag in New Mexico soll der starten, wenn das Wetter und so weiter mitspielt. Und die Aktie ist auch schon im Vorfeld wieder abgehoben. Sieht weiterhin gut aus. Wir hatten ja darauf hingewiesen, hier kauft sich und jetzt geben wir mit Schwung raus. Klar, kurzfristig Konsolidierung drin. Aber das könnte tatsächlich ein Trend auch für nächstes Jahr werden. Und du sagst, das ist wirklich kein Geschenk für den Weihnachtsbaum. Ja, für manche ja schon. So ein Ticket kostet künftig, um da ins All zu schweben, schwerelos mit Virgin-Rakete, kostet mindestens $250.000. Denkt man erst, wer soll das kaufen? Kann das funktionieren? Aber tatsächlich gibt es weltweit 20.000 Millionäre. Das ist schon eine Menge. 600 haben sich schon eingetragen, wahrscheinlich Großteil eben Millionäre, so eine Reservierung zu tätigen, um künftig zu fliegen. Man sagt eben, bleibt das Wetter gut, startet man einen Testflug am Freitag. Deswegen jetzt mal ein bisschen die Euphorie. KGV 70, aber für 2026 gleich ein Startup, aber es geht erst los. Aber unsere These ist eben, es ist schon davon auszugehen, dass es viele Menschen gibt, die zu viel Geld übrig haben, schon alles haben, schon 7, 8 Autos in der Garage haben, für die einmal im Leben so ein Weltraumflug tatsächlich eine Option ist. Und eine tolle Geschichte, tolle Aktie, die eben auch hier Schwung aufnimmt, kann man als Zocker mal mitspielen weiterhin, vielleicht auch mal ein bisschen Schwäche abwarten, vielleicht wird es nach Freitag mal noch ein bisschen günstiger, aber ist absolut intakt, dieser Trend. Ich, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr auch eine ähnlich dynamische Aktie ins Depot, in euer Depot 2030 jüngst aufgenommen? Genau, wir haben ja ein bisschen Cash noch trocken, haben in diese Woche investiert in einen ganz ähnlichen Chart, der ganz ähnlich aussieht, der mit Schwung reinkommt im Bereich Roboterauto, das Thema, das auch wieder kommt. Sehr spannendes Papier, wo wir hier nochmal ganz neu gekauft haben. Okay, da wird es also nicht mehr verraten, da muss man dann im Hotstock Report nachlesen dazu. Wir sprechen weiter über E-Hang. Auch da die Aktie extrem stark zuletzt. Was sind hier die Gründe? Da gibt es keine Big News. Gab es ja sehr viele, dass man viele Testflüge hat, aber es gab eine kleine News, wo wir darauf hingewiesen hatten, die aber eigentlich sehr bedeutend ist, dass eben in China ein Schreiben bekannt wurde, wonach die Regierung das eben beschleunigen will, solche Passagierdrohnen zu genehmigen, dass China hier Vorreiter sein will. Und E-Hang ist ja Pionier, quasi die erste Firma, die schon so weit ist, schon die Flüge unternimmt, eben für Feuerwehreinsätze und Post zu transportieren, gibt es Testflüge, aber eben Passagiere zu transportieren. Und wir hatten sie ja hier dabei, darauf hingewiesen, hier kommt Volumen und wir sind jetzt nochmal nach oben. Market Cap 1,2 Milliarden, teuer für ein Startup, aber wenn nur einigermaßen das gelingt, dass man die Pionierrolle einnimmt in einem Megamarkt, eben Passagierdrohnen, wo ich absolut dran glaube, dass es kommt. Also 2077, wie bei Cyberpunk gesehen, sieht in meinen Augen ganz anders aus, schon 2030 wahrscheinlich. Da gibt es mehr Roboterautos, gibt es mehr Roboterdrohnen und da kann man mal weiterhin bei Schwäche ein paar einsammeln, so als Startup-Investment, was man notfalls abschreiben könnte, aber Stand jetzt sieht es sehr rund aus, das Ganze. Dann schauen wir jetzt auch auf den Wert, der im Depot ist, das weiß ich, Plug Power im Depot 2030. Wir können auch gleich mal kurz ins Depot blicken, hast uns einen Ausschnitt mitgebracht. Auch hier wieder mal deutlich angestiegen zuletzt. Absolut, hier haben wir die 1000% vollgemacht seit Einstieg am 23.08.2019. Wir hatten immer mal wieder Gewinne mitgenommen, weil die Bewertung schon wirklich hoch ist, muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber was für die Aktie weiterhin spricht und wieso wir gerne eine Position auch laufen lassen, ist einfach, dass man hier absolut intakt im Aufwärtstrend ist. Es ist ein Momentum-Monster. Ich habe gerade vor der Sendung noch mal kurz mit den Kollegen, also TSI-Redaktion, gesprochen. Ist auch bei TSI-Rang Nummer 1. Also wer auf Momentum-Aktien steht, man muss gar nicht darüber streiten, wie schnell wird man wachsen, kann man 1000% die Umsätze in den nächsten 10 Jahren wirklich nach oben schrauben in dieser Branche. Aber rein charttechnisch mit diesem Momentum ist es ein Kaufsignal. Was man natürlich aber genau beobachten sollte, wenn man sich so ein heißes, mittlerweile wirklich heißes Papier ins Depot legt. Würdest du denn momentan bei PowerCell Sweden auch dazu raten, dass man da zugreifen kann oder wärst du da vorsichtiger? PowerCell Sweden hatten wir auch mal Gewinne mitgenommen, weil hier sah es dann nicht mehr so gut aus. Aber wir haben jetzt hier einen stabilen Boden sozusagen gemacht und auch hier ein kleines Kaufsignal. Also kann man durchaus auch mal, ist nicht so stark gelaufen natürlich wie andere Werte, mit Stopp hier würde ich legen, spätestens hier mal eine Trading-Position eingehen. Auch das ein Titel, der langsam wieder kommen könnte.
Bei Tesla, unserem nächsten Wert, wurde gestern die dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr angekündigt. Und die Aktie, kurzzeitig hat sie mal gelitten, am Ende ist sie doch mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Genau, erstmal war ein bisschen Schreck. Kapitalerhöhung ist ja halt immer nicht positiv. Das bremst schon oft mal, wenn ein neues Angebot in Aktien kommt, den Kursverlauf, ganz klar. Aber das war im Prinzip von einer Market Cap von 600 Millionen Dollar, sind es wohl nur 5 Milliarden Dollar, die kommen. Also unter 1% ist das tatsächlich verschmerzbar. Wir hatten ja gesagt, tolles Kaufsignal, Indexaufnahme steht an, 21. Würde ich jetzt bis dahin zu diesem Datum auch mal laufen lassen. Ob ich jetzt noch frisch reingehe, weiß ich nicht, weil jetzt sind wir schon kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen, hochgelaufen. Und ab diesem Datum kann es dann sein, dass erstmal wirklich alles Positive erstmal drin ist. Was soll noch kommen? Ein Punkt noch, was kurzfristig für die Aktie spricht, aber auch ein bisschen langfristig so einen großen Wendepunkt einladen könnte. Also die Shortseller haben ja kapituliert, haben aufgegeben. Wir hatten ja ab und zu mal darüber gesprochen, da gibt es sehr illustre Persona, Max Spiegel zum Beispiel, der wurde gerade mal gesperrt bei Twitter, der war da sehr aktiv, darf nicht mehr posten. Der hat die Nerven verloren, klar, wer hier short ist, hat ein Problem. Er hat, glaube ich, soweit das nachzulesen war, eine Goldman Sachs Analystin wirklich beschimpft, also wurde auch zu Recht gesperrt, unter der Gürtellinie. Und Jim Chanos zum Beispiel hat auch jetzt gesagt, gut, er deckt jetzt ein, er kann sich das nicht leisten, mit zu viel Prozent short zu bleiben. Auch er gibt so ein bisschen auf. Also das ist dann, also wenn dann wirklich alle aufgeben, kann es natürlich oft sein, dass dann wirklich der Punkt des maximalen Kaufdrucks erreicht ist, wenn selbst die Shortseller eingedeckt haben. Da muss man aufpassen, kurzfristig, intakt, aber dann genau beobachten, werden wir auch nächstes Jahr natürlich machen. Auf jeden Fall. Xiaomi, schauen wir jetzt noch drauf. Auch da Thema Kapitalerhöhung. Da haben es die Anleger nicht so freudig aufgenommen. Aber genau. Aufwärts. Da haben wir kurz gezuckt. Wir haben es ja auch im Depot 2030, war ja Aktionärfavorit der Redaktion, so ja das Beginn. Aber hat sich auch überraschend schnell erholt. Kleines Kaufsignal sogar gemacht. Muss man beobachten, knacken wir das. Aber lassen wir ganz klar mal laufen. Im Dezember wird schon wieder eine neue Generation seines Top-Smartphones Nummer 11 vorgestellt. Insofern war man ja Überraschungsgewinner bei den Marktanteilen dieses Jahr. Man hat sehr viele Marktanteile gewonnen, sehr schnell gewachsen. Jetzt kommen nochmal neue Produkte für nächstes Jahr. Kurzfristig die Kurve bekommen. Neueinsteiger will ich tatsächlich mal abwarten, ob wir mit Schwung auch hier drüber gehen. Zuletzt schauen wir noch auf HelloFresh. Der Lockdown Light ist ja schon eigentlich kein Thema mehr. Es wird wahrscheinlich ziemlich sicher wieder ein harter Lockdown. Schlägt wieder die Stunde der Corona-Profiteure? Gute Frage. Hast du schon für Weihnachten eine Box bestellt? Nein, habe ich tatsächlich nicht, weil ich auch nicht daheim sein werde. Oder eine Alexander-Hermann-Box wäre noch die Möglichkeit, ja, aus eigenem Hause. Tatsächlich ist es jetzt so ausverkauft, gibt keine mehr. Ist erstmal ein gutes Zeichen. Das heißt, HelloFresh wird wieder überraschend viel überrannt. Natürlich Luxusproblem, man kann nicht alle bedienen, beliefern. Muss man beobachten. Ich denke, es könnte schon einen Ausschlag dahin geben, dass es positiv verläuft, dass man wieder mal überrascht. Also unbedingt mal auf die Watchlist legen, ist ja weiter im TFA-Depot bei uns. Vielleicht noch warten nach dieses Kaufsignal, aber ich denke, die Chance ist gegeben. Du sagst, es ist Lockdown, dunkles Wetter, Restaurants, Restaurantbesuch schwierig. Es sieht wieder sehr gut aus. Man muss natürlich seine Hausaufgaben machen, auch genügend zu liefern, aber die Nachfrage ist immens. Dann war es das wieder für heute. Dankeschön, Florian. Danke, Marco. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal.